einem neuen Video von mir. Und jetzt kommt wieder ein neues Monat und somit auch ein neuer XXL DM-Haul von mir. Ich weiß, ihr liebt DM-Hauls und ich liebe sie auch und deswegen werde ich auf gar keinen Fall damit aufhören. Ja, also ich war circa vor einer Woche bei DM und habe eingekauft. Und das heißt, ich habe auch eine Woche lang circa die Produkte getestet. Deswegen wird es nicht nur ein Haul, sondern auch so eine kleine Review zu allem. Ja, das finde ich immer sehr, sehr toll, weil nicht, dass ihr so manche Sachen, die nicht sind, auch noch nachkauft. Dann möchte ich euch noch sagen, dass ich immer noch kein Internet habe und das heißt, ich kann leider nicht alle Kommentare beantworten. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar, das ist wirklich, weil ihr alle so, so lieb seid und das freut mich total. Aber ich kann leider nicht alle beantworten, weil ich somit keine Benachrichtigung mehr bekomme, wenn ich einen Kommentar unter irgendein Video habe. Deswegen verzeiht mir das. Ich hoffe, dass wir jetzt dann nächste und übernächste Woche endlich Internet bekommen. Ich muss auch jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, irgendwo hinfahren, wo es Internet gibt. Aber ja, das ist jetzt egal. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt auf den DM-Haul. Und ihr kennt mich, ich bin chaotisch, ich habe jetzt einfach nichts sortiert. Es ist ein bisschen Haushalt dabei, es ist dekorative Kosmetik dabei und ja, ich mixe das alles wild durcheinander. Und ja, meine Tüte ist dieses Mal so schwer, dass ich Angst hatte, dass die Plastiktüte reißt. Und deswegen werde ich das alles jetzt mal ausschütteln auf mein Bett. Ja, da stapelt sich doch schon einiges. Ich beginne mit einem Duschpeeling von Balea. Das hat die Duftrichtung Vanille und Mandel. Und ich finde, das riecht so lecker. Gerade jetzt so für den Herbst und Winter liebe ich diese Duftrichtung. Und ja, ich habe es schon benutzt. Ich habe meine Haut damit gepeelt. Funktioniert eigentlich ganz gut. Das Einzige, was bei diesen billigen Duschpeelings immer ist, die sind sehr, sehr rau. Also ja, das ist, fühlt sich mehr an wie Sand. Und ja, aber das ist das Einzige. Ansonsten peelt toll die Haut und die Haut ist dann auch wirklich sehr geschmeidig. Und dann habe ich mir auch noch von Balea eine Dusch- und Creme. Also das ist ein Duschgel und Creme in der Duftrichtung Milch und Honig. Das habe ich mir noch gekauft. Ja, ist ein Duschgel, das riecht auch ganz gut. Ich mag alles, was Milch, Honig, Mandel, also diese Duftrichtung liebe ich wirklich. Diese beiden Sachen habe ich mir gekauft. Damit ich nicht immer so egoistisch wirke in meinen Videos, habe ich mir auch mal was für meinen Mann gekauft. Und zwar gab es dieses Fa-Duschgel in der Duftrichtung Wassermünze. Und da gab es 400 ml zum Preis von, ich weiß gar nicht, 250 oder was da immer drinnen ist. Und das riecht so lecker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich liebe es einfach, wenn mein Mann duscht und dann riecht alles so nach Mann. Da könnte ich ausrasten, das liebe ich total. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, aber wenn ein Mann gut riecht, dann schaltet mein Hirn aus. Das ist wirklich so. Und deswegen habe ich für meinen Mann dieses Duschgel gekauft. Das riecht sehr, sehr lecker und ja, war auch noch sehr, sehr günstig, denn das hat nur so viel gekostet, als wie wenn 250 ml drin sind. Als nächstes habe ich mir mal so eine Serie gekauft, weil ich habe ja immer ziemlich Probleme mit meiner Haut. Vor der Schwangerschaft war sie sehr, sehr fettig, in der Schwangerschaft ist sie total ausgetrocknet. Danach war sie noch trockener, also da hatte ich richtig Hautschüppchen. Und ja, jetzt ist sie wieder total fettig und deswegen muss ich da immer gucken, dass ich irgendwas finde, dass meine Haut nicht zu stark Öl produziert, weil alles, was meine Haut zu sehr austrocknet, ist ganz, ganz schlecht, weil da meine Haut noch mehr Öl produziert und es ist wirklich schrecklich. Ich habe nämlich keine normale ölige Haut, ich habe eine trockene Ölhaut oder wie man dazu sagt. Deswegen ja, ist die auch noch super sensibel. Und dann hat mir eine Freundin diese Kombination empfohlen. Und zwar ist das einmal von, wie sagt man da, Schäbens? Ja, ich denke die Marke heißt Schäbens. Und das ist ja, ein totes Meer Waschgel. Das benutze ich jetzt jeden Abend. Leider kann man damit die Augen nicht mit abschminken, was ich immer ganz, ganz doof finde. Deswegen muss ich die extra abschminken, weil das total im Auge brennt. Aber ansonsten ist das Waschgel sehr, sehr gut. Es ist gegen Pickel und es ist aber auch pH-hautneutral. Das finde ich ganz wichtig. Also für meine Haut ist das sehr, sehr wichtig.
weil wenn sie aus dem Gleichgewicht kommt, dann bekomme ich Pickel und also das sieht wirklich schrecklich aus. Ich musste immer total aufpassen. Dann habe ich mir noch von dieser Marke ein Peeling gekauft. Das ist ganz, ganz angenehm. Also mit dem habe ich jetzt auch jeden zweiten oder dritten Tag meine Haut gepeelt. Das ist sehr sanft, das Peeling. Also da sind nicht so grobe Körner drin, als wie jetzt bei diesem Duschpeeling von Palea, sondern dieses, ja, wie soll ich sagen, mehr so, es fühlt sich an als wie Silikon, ganz, ganz leicht. Und das ist wirklich sanft von alten Hautschüppchen und Make-up-Resten befreit. Also von diesem her bin ich ganz begeistert, habe ich benutzt und finde ich toll. Und danach, jeden Abend, benutze ich diese Totes Meer Salbe. Da steht zwar Salbe drauf, aber da steht auch hinten, dass man es jeden Tag, also die Salbe jeden Tag auftragen soll. Deswegen ist es eine normale Tagescreme. Und die mache ich mir nach dem Abschminken einfach aufs Gesicht und über Nacht lasse ich sie drauf. Die finde ich ganz toll. Also die ist sehr pflegend, die trocknet die Haut nicht aus. Meine Haut ist aber am nächsten Morgen auch nicht zu fettig. Also ich gucke ja normalerweise aus, als wäre ich in die Friteuse gefallen. Aber mit der hier ist es ein bisschen besser geworden. Also es gibt natürlich kein Wundermittel, das das alles wegmacht. Aber ich finde, mit dem hier ist das einigermaßen gut. Und ich finde diese drei Sachen in Kombination eigentlich recht gut. Ja, man soll ja sowieso nicht immer von verschiedenen Marken, also nicht einmal von diesem hier die Reinigungsmilch und von der anderen Marke die Tagescreme. Man soll ja immer bei einer Marke bleiben, weil da ungefähr die gleichen Inhaltsstoffe drin sind und die Haut dann nicht so überstrapaziert wird. Ja, und also guckt euch die mal an, da steht auch drauf, dass sie von der Wirksamkeit her sehr gut sind und auch sehr gut hautverträglich sind. Ja, guckt euch die mal an, also ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Dann habe ich mir einen wunderschönen Lidschatten gekauft. Den finde ich richtig toll und den habe ich auch am Wochenende zum Weggehen benutzt. Zwar ist es einer von Manhattan Multi-Effect Eyeshadow in der Farbe 95R Matte Maroon. Die Farbe ist, ja, die ist schwierig zu beschreiben. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bräunlicher Taubton. Und was ich ganz gut finde, diese Farbe ist matt. Ich habe ja leider Schlupflider und kann deswegen für die Lidfalte keine glitzerigen Lidschatten verwenden. Und der ist matt und der sieht so toll aus auf dem Auge. Der macht auch nicht irgendwie so einen rötlichen Stich, weil ich finde das immer nicht so gut. Das gefällt mir einfach nicht, sondern der hat so eine neutrale, ja, so eine Taubfarbe und der lässt sich butterweich verblenden. Also ich weiß nicht, ich bin so begeistert von dem. Wie gesagt, ich habe den am Samstag benutzt und ja, der ist wie Butter auf den Augen. Er ist gut pigmentiert und er lässt sich verblenden, sieht super schön aus auf dem Auge. Also wie gesagt, für die Lidfalte ist der wirklich ein Traum. Ich werde mir auch noch andere angucken von Manhattan. Ich habe mir von Manhattan, glaube ich, noch nie einen Lidschatten gekauft. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so begeistert, dass, ja, ich will jetzt nicht lügen, aber MAC ist da bestimmt auch nicht recht viel besser. Und für den Preis ist das ja eigentlich ein Schnäppchen. Also die auch unbedingt mal, unbedingt, ja, diese auch mal unbedingt angucken. Als nächstes habe ich mir auch von Manhattan einen Nagellack gekauft. Und zwar ist das Manhattan Last and Shine in der Farbe 350 Meotyphol. Also keine Ahnung. Ich lese mal kurz vor. Intense Color Gel-like Shine, Long Lasting and Quick Drying. Also der Nagellack trocknet wirklich sehr schnell und die Farbe ist so geil. Sorry für den Ausdruck, aber ich finde die richtig toll. Das ist so eine rosane Farbe mit lila Schimmer drin. Also ich werde den euch jetzt sowieso nochmal von nahen zeigen. Ich habe mich wirklich verliebt in diesen Nagellack. Den hatte ich am Samstag auch zum Weggehen drauf. Und mich haben auch einige Leute darauf angesprochen, was das für eine tolle Farbe ist, weil der macht so richtig Bäm. Also der sticht einen nochmal so richtig ins Auge. Also den finde ich wirklich ganz toll. Und wie gesagt, er trocknet wirklich schnell
Und ihr kennt das bestimmt, wenn der dann so lange nicht trocknet und man greift irgendwo hin, dann hat man überall diese Abdrücke. Und das passiert hier mit dem nicht. Also der ist wirklich ganz, ganz toll, aber dass er so wie ein Gel-Nagellack glänzt, das macht er wirklich nicht. Das muss ich dazu sagen. Also glänzen tut er nicht so extrem. Ja. Als nächstes habe ich mir einen Nagellack gekauft und ich bin, glaube ich, ein kleines Opfer von dieser neuen Trended Up Serie, weil also ich finde diese Produkte echt super und habe mir diesen hier gekauft. In der Farbe 270 und das ist so ein ganz, ganz dunkler Bärenton. Den habe ich heute auch auf den Nägeln drauf. Und also wie ich finde, dass der so gut jetzt auch zu Halloween passt, also so zu gruseligen Outfits oder so, weil er eben sehr, sehr dunkel ist, aber nicht ganz schwarz. Und ja, also ich bin wirklich begeistert. Der glänzt wie ein, ja, wie ein Gel-Nagellack, würde ich jetzt mal sagen. Also wie wenn ihr da Öl drauf macht. Ich habe noch nie einen Nagellack gehabt, der so extrem glänzt wie dieser hier. Den finde ich wunderschön und die Farbe ist für den Herbst und für den Winter jetzt richtig passend. Also ich werde mir auch noch andere angucken von dieser Marke, weil ich bin echt begeistert. Er trocknet sehr, sehr schnell und er hat auch einen guten Applikator. Ich hasse diese dünnen Pinselchen, mit denen man 100-mal drüber streichen muss, bis man einen kleinen Nagel ausgefüllt hat. Und bei diesem hier ist das nicht so. Er ist sehr, sehr leicht aufzutragen und trocknet auch sehr schnell, was sehr wichtig ist. Ich habe den hier, da müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe den hier einmal aufgetragen und der deckt, dass ich jetzt kein zweites Mal mehr drüber gehen muss. Also richtig Bombe. Und dazu habe ich mir auch einen Lippenstift gekauft von dieser Trended Up Serie in der Farbe 070. Und das ist auch so ein, ich habe den jetzt auf den Lippen drauf, das ist auch so ein dunkler Bärenton, den kann man hier rausdrehen. Und der hat aber auch noch einen richtig tollen Metallic-Effekt. Also das ist ein langhaftender, hochpigmentierter Lippenstift mit Metallic-Effekt-Pigmenten. Ich habe euch ja im vorletzten DM-Haul eine Nagelfeile vorgestellt und habe dazu gesagt, dass ich sehr, sehr feste Nägel habe. Und ich glaube, ich habe es wirklich verschrien, weil seit diesem Video brechen meine Nägel so stark ab, sie reißen ein und sehen einfach nicht mehr schön aus. Und ich möchte nicht wieder ins Nagelstudio gehen, das hatte ich schon und ich habe momentan einfach keine Zeit. Und deswegen habe ich mir beim DM dieses von Sally Hansen diesen Nagelhärter gekauft. Der ist ohne Formaldehyd, glaube ich, sind diese alle, aber der ist das nicht. Und ich habe mir bewusst keinen mit diesem Formaldehyd gekauft, weil da viele schimpfen, dass der so brennt auf den Nägeln. Und da habe ich wirklich Angst davor, dass das stark brennt. Deswegen habe ich mir diesen hier gekauft und den habe ich jetzt auch schon dreimal benutzt. Und ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden. Also er verspricht ja feste Nägel innerhalb 3 Tagen. Und ich bin schon der Meinung, wenn man ihn aufträgt auf die Nägel, dass er schon erstmal wirklich härter macht. Und zweitens, dass die Nägel auch nicht mehr absplittern. Also seitdem ist wirklich kein einziger Nagel mehr abgesplittert. Ich bin bis jetzt sehr begeistert. Ich weiß natürlich nicht, ob dieser Nagellack nur immer gut ist, also nur immer die Nägel festigt, wenn er drauf ist. Oder ob er generell den Nagel selber stärkt. Das kann ich jetzt momentan noch nicht sagen, dafür habe ich den noch zu kurz. Aber wenn ihr das wissen wollt, dann kann ich ja nochmal eine Review dazu machen oder das auf Instagram nochmal posten. Weil ich weiß, dass viele Mädchen mit brüchigen Nägeln zu tun haben und nicht alle ins Nagelstudio gehen wollen, weil es auch sehr, sehr teuer ist. Und ich glaube, dass dieser hier schon eine ganz gute Alternative ist. Ich habe auch mal einen von Essie gekauft, aber den fand ich gar nicht gut, also der hat bei mir null Wirkung gehabt und der wirkt wenigstens, wenn man ihn drauf hat. Also deswegen bin ich eigentlich schon froh, dass ich den gekauft habe, auch wenn er leider ein bisschen teurer war.
Zum Schluss bleiben noch zwei Haushaltsdinge übrig, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich einmal dieses Colorwaschmittel gekauft von Dalli. Und ich finde, das riecht so gut. Ich bin ja immer auf der Suche nach allem, was so nach frisch gewaschener Wäsche riecht und was auch wirklich lange riecht. Und dann bin ich auf dieses hier gestoßen und es ist auch gar nicht teuer und es riecht wirklich so lecker. Die Wäsche, die riecht wirklich danach ganz, ganz frisch und auch lange, was mir immer ganz wichtig ist, weil ich liebe es, wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache und dann kommt mir so ein richtig toller, frischer Duft entgegen. Und ja, deswegen habe ich mir dieses hier gekauft und ich finde das echt gut. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr auch so Frischduft-Fanatiker seid wie ich. Und dann liebt ihr auch das hier, und zwar ist das von Dash. Und ihr müsst da unbedingt aufpassen, dass ihr die Duftrichtung Zitrusfische kauft. Dieses normale Dash riecht nicht, also das riecht irgendwie nach gar nichts. Ich habe mich da erst vergriffen, habe das andere gekauft. Und dann habe ich dieses hier gefunden und das riecht so lecker. Also das ist das beste Waschmittel, das ich jemals hatte. Das ist aber nur jetzt für weiße Wäsche und deswegen habe ich mir das hier noch gekauft für bunte Wäsche. Ich liebe diesen Duft. Also ich könnte mich wirklich reinsetzen. Die Wäsche riecht, also bis ich sie das nächste Mal zum Waschen schmeiße, nach diesem geilen Duft. Bitte kauft euch das mal. Weil es ist wirklich ja zum Reinsetzen. So, jetzt habe ich euch mal alle meine Produkte gezeigt, die ich gekauft habe. Ich finde, diesmal habe ich eigentlich keinen Griff ins Klo gemacht. Ich bin eigentlich mit allen Produkten sehr, sehr zufrieden und hoffe, dass ihr auch so einiges nachkauft. Das ist ja bei DM immer so, wenn ich gerade vom Einkaufen komme, dann hat wieder irgendein YouTuber ein DM-Haul hochgeladen und hat noch 1000 andere Sachen, die ich dann auch möchte. Ja, das ist immer so, aber ich fahre ziemlich oft zu DM. Ich glaube, ich könnte auch zweimal im Monat einen DM-Haul machen, weil ich total süchtig bin nach diesem Zeug. Ja, meine Süßen, das war's zu meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abo freuen oder vielleicht auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder im nächsten Video sehen. Tschüss, ihr Lieben!